Ja, ich persönlich bin hauptsächlich dabei, weil ich hoffe, neue Heilpflanzen zu finden oder darüber zu lernen. Aber nun für die Hände, denen ich mich angeschlossen habe, wäre sicher interessant zu wissen, was man auf der anderen Seite des Rheins denn so handelt und was dort vielleicht besonders viel wert ist oder was dort vielleicht besonders günstig zu haben ist, dass man es importieren könnte. Nur mit Kräutern kommt ihr da nicht weit. Die könnt ihr da sicherlich auch kaufen, aber ob man eure eigenen Waren dann nimmt, dort wachsen viele Kräuter. Die Wälder sind sehr dicht, sehr dunkel und am Boden kann man allerlei finden. Vor allem Pilze, möchte ich meinen. Nun, aber wir handeln zumindest keine Kräuter mit ihnen, da es wenig gibt, was sie wollen. Sie haben ihre Hexen, die dort überall sitzen in den Dörfern. Kräuterkundige Frauen, die damit umgehen, zu wissen. Sie sammeln sie nicht nur selber, sondern sie können sie auch ähnlich wie ihr als Medikus dazu benutzen, um zu heilen. Versteht ihr? Ja, ich verstehe. Es ist hochinteressant. Das ist genau, warum ich den Weg dorthin bin. Und so etwas wie Eisen oder guter römischer Stahl, können die Germanen vielleicht damit etwas anfangen? Nun, soweit ich weiß, haben sie keine Schmieden. Sie sind selbstverständlich an Eisen interessiert oder waren das in der Vergangenheit, zumindest an verarbeitetem Eisen, an Schwertern oder Rüstungsteilen, vielleicht an einigen Schilden, aber seit einem halben Jahr wird dort doch, ich gehe mal davon aus, dass sie keinen Bedarf mehr an so etwas haben. Und auch die nächsten paar Jahre wohl nicht, bis all die schönen Dinge, die dort drüben in den Wäldern liegen, verrostet sind. Ja, da habt ihr wahrscheinlich recht. Ihr habt es vielleicht noch nicht gehört, aber vor einem halben Jahr gab es eine große Schlacht auf der anderen Seite. Es sind meines Wissens dort alle gestorben. Kein einziger kam wieder zurück. Habe davon gehört, aber ich habe dem jetzt eigentlich noch keinen richtigen Glauben geschenkt. Das wäre eine riesige Niederlage für das Römische Reich gewesen. Ja, 5 Legionen haben sie vernichtet. Der Ausmaße wie zu Hannibals Zeiten. Da habt ihr recht. Man soll wohl das Geschrei von Kaiser Augustus bis hierhin gehört haben. Nun, hatte ich bedrückende Neuigkeiten. Das ist es. Also wie gesagt, dort drüben werden sie zumindest zur Zeit kein Interesse an verarbeitetem Stahl haben. Das ist doch das, was mir die anderen germanischen Händler zumindest sagten. Nun, sie haben auch keine Gefangenen gemacht. All die Legionäre sind tot, sagte man mir. Sklaven, ob sie dieser Tage Sklaven brauchen? Sicherlich Tiere. Tiere werden immer gut gebraucht. Wisst ihr, sie haben dort drüben Auerochsen. Das sind Kühe. Allerdings sind sie groß wie, 2 Meter hoch. 2 Meter hohe Kühe, die dort in den Wäldern leben. Sie haben riesige Hörner. Das ist doch ein gutes Stichwort, guter Mann. Kannst du mir vielleicht verraten, wo ich hier einen Stier herankriegen kann? Das ist doch sicher eine Möglichkeit, ihn hier zu erhalten. Selbstverständlich. Da solltet ihr am besten zu Dubnorix gehen. Dubnorix hat gute Stiere. Er kann euch auch Geflügel verkaufen, wenn ihr mögt. Ich wünschte nur das Tethys. Aber nein, ein Stier muss es sein. Ja, wie gesagt, ein Stier bei Dubnorix. Ich guckt euch doch einmal hier oben mit meinen ganzen Amphoren. Da kann ich hier keine Stiere halten. Nein, Dubnorix, er ist ein entfernter Verwandter von mir. Er hat seinen Markt zwar hier drin auch, aber er hat eine große Weide auf der Außenseite am Nordtor. Dann danke ich dir, mein Freund, für diese Information. Wie gesagt, die gehört dann mit euch. So, nun, und es dämmert schon. Wenn ihr bezahlen wollt, ihr könnt auch gerne morgen, dann lassen wir das Ganze hier. Dann holt ihr euch den Beutel morgen ab, wenn ihr noch mit euren anderen Kommilitonen sprechen mögt. Ja, genau. Ich würde mir das gerne zurückstellen lassen und würde das dann morgen. Ne? Selbstverständlich. Minerva mit euch. Danke, mit euch auch. Gut, dann würden wir uns dann zurückziehen und schauen, dass wir die anderen wiederfinden. Ja. Ein Stier. Derweil also, bei Junius und Titus. Davut, Entschuldigung. Ja.
Junius und Davut, was tut ihr? Ihr geht zum Kapitol, ja? Beziehungsweise dem Präfekt. Dem Präfektus. Ja. Ja, ihr könntet... Ihr taucht da als Händler auf oder als Legionäre? Legionäre, oder? Ja, tatsächlich als Legionäre. Mhm. Gut. Dann legt ihr die Mäntel ab, die ihr zum Schutz drüber geworfen habt. Putzt euch nochmal raus. Gut, bei dir, Junius, ist es sowieso immer, dass du immer dreckig aussiehst, egal wie gut du dich rausputzt. Deine Rüstung ist immer irgendwie ein bisschen verbeult, wo auch immer das herkommen mag. Und auch immer ein bisschen rostig. Da kannst du tun und lassen, was du möchtest. Ob das als Centurio oder nimmer noch so ist, du solltest das auf alle Fälle abstellen. Aber wenn du dich dann als Legionär von der 19. oder von der 9. Wie machst du's? Ja, Julius stellt sich vor als Legionär der 19. Mhm. Ja, die beiden Legionäre, die da vorstehen, auch so dieser späten Abendstunde noch, nehmen ihre Speere beiseite, nicken dir nur einmal zu und einer von euch oder einer von ihnen führt euch dann in Richtung des Interieurs, wo du den Präfektus gerade an einem großen Schreibtisch erkennen kannst. Hat da wohl viele große Bücher neben sich und schreibt da wohl gerade in einem von ihnen hinein. Klappt es dann einmal zu, blickt erst den Legionär an und dann dich. Decorius, was kann ich für euch tun? Ich bin der Präfektus. Ich habe euch ja noch nicht gesehen. Ave Präfektus. Salve. Es ist kein Wunder, dass ihr mich nicht gesehen habt. Ich bin aus dem Süden, aus dem weiten Süden hergereist. Und habe zweierlei Anliegen. Ihr kommt aus Rom? Nein. Spanier. Aus Tarraco also? Ita est, so ist es. Ita est. Ah, was gibt es Neues aus Tarraco zu berichten? Es steht noch. Das ist gut zu hören. Oppidium steht ebenso. Ja. Darum bin ich nicht hier. Sondern mein erstes Anliegen ist, ich muss Bericht erstatten hier. Etwas, was ich unterwegs gesehen habe. Unterwegs? Auf den Reichsstraßen? Ja. Junius nickt. Dann heraus mit den Worten. Er fässt sich an seine Schläfen, so als hätte er Kopfschmerzen. Und nimmt ein neues Buch hervor, was ein bisschen dünner noch ist. Tunkt dann einmal sein Federkiel in die Tinte und schaut dann auf dich. Berichte von Cheruskern. Männer mit Frauen und Kindern. Gerinat hieß der Anführer. Du bist richtig, erinnere. Das hier ist Davut, unser Kundschafter. Der Kundschafter? Und er weiß nicht, dass der Decurio spricht. Nun ja, die einfachen Legionäre, dann... Ist egal. Ja. Augustus ist nicht hier. Rede meinetwegen auch du, Davut. Kundschafter. Wo kommst du her? Paneuja? Ja. Sieht man dir an. Kein römisches Blut in dir. Sei's drum. Gute Legionäre gebt ihr ab. Gute Gladiatoren. Ah, wir sind weit entfernt. Also, Speer, Kundschafter, Davut. Ihr habt Cherusker getroffen. Auf dieser Seite des Rheins? Auf dieser Seite des Rheins. Sie wollen hier siedeln. Sie fliehen vor irgendwas aus Germanien. Ran von einer großen Mutter oder ähnlichem. Wisst ihr da Näheres drüber? Sind hier mehr Stämme, die übergesiedelt sind? Die einen Schutzraum suchen? Ja, immer mal wieder, ja. Aber vor allem im letzten halben Jahr. Es gab ja eine große Schlacht, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Die 17., die 18. und die 19. wurden komplett vernichtet. Ich bin immer noch dabei, das Ganze in einen Bericht zu verfassen. Es gibt zwar schon einige vorläufige Berichte, die ich nach Rom geschickt habe, aber das ist ein endloses Spiel. Ja, wir hörten davon.
Habt ihr mehr Informationen, wovor sie fliehen? Konnten eure Kundschaft da etwas in Erfahrung bringen darüber? Sie reden etwas von Blutkulten, von Bäumen aus Glas und... Ach, ich weiß nicht, wo... Was für Sagen sie sich ausdenken oder wo es an den Übersetzungen scheitert. Ich selbst rede nicht mit diesem Barbaren, die von der anderen Seite kommen. Mir wird natürlich berichtet von all ihren Versuchen, hier aufgenommen zu werden. Hättet ihr einen eurer Männer, mit dem wir reden können, der mit ihnen geredet hat? Ja, wir haben draußen auf dem Marktplatz immer mal wieder einige. Die Germanen werdet ihr auch erkennen. Den Galliern konnten wir mittlerweile sowas wie Zivilisation einprügeln, aber bei den Germanen dauert das noch. Die sind störrisch. Ich meinte von euren Männern. Wir wollen nicht mit den Barbaren reden. Von unseren Männern? Mhm. Ja, sicherlich, wenn ihr wollt. Markus! Ob der schon gegangen heute? Ja, ihr könnt dann morgen noch einmal zu mir kommen, wenn Markus hier ist. Der hat sich mit Ihnen unterhalten. Mhm. Liegt nochmal dankend. Ja, während er euch mustert, schenkt er sich nochmal eine große Karaffe mit Wein ein und stürzt den Becher dann auch in einem Zug runter. Hat wohl ähnliche Alkoholprobleme wie Junius. Also gut, auf den Straßen siedeln Keruska und berichten wieder von Blutgolden und der großen Mutter. Sie waren sehr friedlich, sie waren sehr zuvorkommend. Gut. Sie scheinen Rom wohlgesonnen zu sein. Ich denke, sie wissen zu schätzen, was Rom zu bieten hat. Mhm, wir werden sie finden und wir werden ihnen unsere Zivilisation einprügeln, beziehungsweise die Steuern dann erheben. Aber warum seid ihr aus Tarako aufgebrochen? Ja, während Yunus auf das Weinkraffe starrt und über seine Lippen leckt, blickt wenn er dann doch wieder seinen Blick an den Tribun. Unser eigentliches Anliegen. Bei der Gnade der Furien, jetzt setzt euch. Die Straßen sind trocken. Dann nehmt etwas Wein. Dann setzt sich Junius und nimmt sich etwas Wein. Davut, trinkt ihr mittlerweile auch Wein? Wasser. Wasser. Ihr seid also immer noch ein Barbar. Kein römisches Blut in euch. Ja, Wasser findet ihr dort hinten. Könnt ihr euch auch nehmen. Wollt ihr noch eine andere Karaffe? Zu dieser Uhrzeit noch Wasser trinken. Also gut, Tarako, berichtet. Ihr habt gesagt, ihr bekommt auch Berichte von den Germanen. Sagt euch der Name Adalwin was. Adalwin? Ah, dann weiß ich. Ja. Ich hätte sie an den Präfektus von Tarako geschickt. Ihr seid wegen dem Fabia hier. Junius blickt sie etwas verschwörerisch nach links und rechts um und nickt dann nur. Ja, Adalwin. Den haben wir mittlerweile gekreuzigt. Das tut mir leid. Junius lässt seinen Weinbecher scheppernd fallen. Der gute Wein. Warum wurde er gekreuzigt? Weil er ein Spion ist. Wir haben die Informationen, die er hatte, aus ihm herausgepresst und ihn dann hingerichtet. Nun, und dann haben wir Informationen Richtung Rom geschickt und auch nach Tarako, weil dort die 9. stationiert ist. Und jetzt, nun ja, schickt er mir 2 Legionäre? Ich hoffe, ihr seid nicht alleine gekommen. Ich bin immer noch ein Dekurio, ich habe mehr als nur einen Begleiter. Also habt ihr 10? Ja. Knapp darunter. Sind nicht alle angekommen. Gut. Ihr wollt den Fabia, Vespasian. Vespasianus Lucanus Fabius. Aus den Fängen der Germanen herbeiholen. Gut. Dann setzt über. Was wollt ihr vorher noch wissen? Wir sollten eigentlich unseren
Gekreuzigten treffen und mit ihnen reden. Tja, das ist mittlerweile lange her. Wir haben ihn runtergeholt. Er ist tot. Das verstehe ich schon. Ihr habt ihn ausgequetscht, habt ihr gesagt. Der aufgeschrieben, was er gesagt hat. Vielleicht könntet ihr uns das geben, die Schriften. Meinetwegen, ihr könnt eine Abschrift bekommen. Ich werde Markus sagen, er soll bis morgen eine anfertigen. Von den Verhörprotokollen. Dann. Mit einem dankendes Nicken. Danke für eure Zeit und für eure Mithilfe. Gerne, als Römer muss man zusammenhalten. Auch wenn wir so weit abseits von Rom sind. Aber Germania Magna wird uns auch irgendwann gehören. Vielleicht nicht in diesem Jahr und vielleicht auch nicht im nächsten. Aber Augustus wird sicherlich wieder neue Legionen ausheben. Jungs würde sich jetzt dann erheben und nochmal zu Davut schauen, der noch etwas sagen möchte. Er wiegt nur den Kopf. Wenn ihr mögt, ihr werdet es heute sicherlich nicht mehr übersetzen. Über den Rhein, bei Dunkelheit, keine gute Idee. Und ihr wolltet ja noch die Verhört-Protokolle, eine Abschrift bekommen, mit Markus sprechen, den Rest der Kurie suchen. Aber ihr könntet, wenn ihr mögt, vom Forum einmal aus in Richtung des Rheines heraustreten. Dort gibt es vielleicht eine Überraschung für euch. Bei Styx und Charon. Der Rhein hat Überraschung für euch. Als würdet ihr zu Dispater selbst hinübersegeln. Ja, damit greift er wieder zu seiner Karaffe, füllt sich erneut einen Becher und trinkt ihn wieder aus. Da wird Nick nochmal dankend. Wird dann aber abwarten, was Junius macht und dann folgen. Junius runzelt die Stirn, tritt dann Richtung Tür. Kurz bevor er durch die Tür tritt, dreht er sich nochmal zackig um, gibt den römischen Gruß und sagt dann, hab Dank, Tribun. Die 19. Legion grüßt euch. Diesen Worten geht er dann. Er scheint das in seinem Alkoholrausch wohl gar nicht mehr begriffen zu haben. Und vielleicht wirst du morgen eine Antwort darauf bekommen. So kannst du allerdings nach draußen treten, wirst von dem Legionär wieder nach draußen geführt, der dir erneut zunickt mit Ehrbekundung und kannst dich dann verabschieden. Und wenn du dann den Rest deiner Dekurie auf dem Marktplatz findest, könnt ihr tatsächlich noch einmal in Richtung des Rheins blicken, wo ihr erkennen könnt. Auf der anderen Flussseite wurden Fackeln entzündet und es gibt eine schaurige Illumination von Flaggen oder Fahnen. Ihr könnt sehen, wie es wohl Legionärsröcke sind, die dort rot, herausgerissen, zusammengebunden von den Bäumen auf euch herabstarren, mit Symbolen und Runen beschmiert und sie euch dort verhöhnen, sogar auf Latein. Ihr kneift ein bisschen die Augen zusammen, es sind dort drüben genug Fackeln und genug Banner. Und neben den germanischen Runen könnt ihr das Lateinische entziffern. Empueri expectant, Mater Silva. Die 1000 Kinder warten, ebenso wie die Mutter des Waldes.